Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich war gerade bei der Packstation und habe mir meine Glossybox abgeholt und ich habe noch nicht reingeschaut und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in die Box rein, was hier denn so drin ist. Als erstes haben wir hier mal so einen Flyer drin und zwar kann man sich so Special Boxen bestellen. Das habe ich auch schon in einem Newsletter bekommen. Genau, also die drei Boxen für 120 Euro. Da ist einmal der Adventskalender dabei für 100 Euro. Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und hier haben wir die Box. Und die ist dieses Mal grün. Und ich glaube, die hieß Wanderlust. Hier sind auch nochmal zwei Flyer drin. Einmal von Zalando und einmal von My Müsli. Aber jetzt kommen wir mal zu der Box hier. Genau, es ist die Wanderlust-Box. So sieht das Ganze von innen aus, schön in grün gehalten. Okay, als erstes haben wir hier dieses Produkt und das ist von Harker Naturpflege und zwar die Euterpflege Spezial. Spezialemulsion für die Pflege strapazierter und beanspruchter Haut. Okay. Also es ist eine sehr, sehr dicke Creme. Und die ist wohl für sehr rau und sehr rissige Haut. Und es trifft sich ganz gut, denn ich habe ja an den Ellenbogen sehr, sehr rissige Haut und werde die da gleich mal ausprobieren und bin schon gespannt, wie diese Creme so ist. Dann haben wir hier von Nutra Skin ein Hyaluronwasser drin. Das sieht so aus. Und zwar ist das ein Serum. Das Serum kann zu jeder Tageszeit auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgesprüht werden. Sofort spüren Sie den erfrischenden und regenerierenden Effekt. Die Feuchtigkeitsdepots der Haut werden nachhaltig aufgebaut. Nur auf gesunder, nicht gereizter Haut anwenden, nicht in die Augen sprühen. Okay. Also, es ist ein sehr, sehr feiner Nebel und es riecht nach nichts. Also werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und soll auch mit antibakteriellen Silberpartikeln sein. Okay. Dann haben wir hier von Lancôme eine Mascara-Probe drin. Und zwar soll die für voluminöse Wimpern sein. Und die sieht so aus. Ich lasse die jetzt aber noch zu, weil ich habe momentan genügend Mascaras offen und werde die später mal ausprobieren. So. Dann haben wir hier das hier drin und zwar ist das von Bang Beauty. Kommt so ein Glastiegel raus. Glam Green Color. Okay, das sieht so aus. Ich denke mal, das wird ein Eyeshadow sein. Sie hat diese Farbe hier, also so eine sehr, sehr schöne Farbe. Und lässt sich auch schön verblenden. Also auf den bin ich ja mal sehr gespannt. Also der sieht ja echt super aus. Dann haben wir hier von Ritual so eine Probe drin. Ritual of Ayurveda. Das ist ein Body Oil. Also ich rieche jetzt hier leider wenig. Jetzt tue ich mal ein bisschen rauf. Also es ist auch durchsichtig, das Öl. Okay. Also es hat einen sehr leichten Duft, finde ich. Aber einen sehr angenehmen Duft. Also ich kann jetzt aber auch nicht sagen, nach was es riecht. Also
Aber ich glaube, es pflegt sehr, sehr gut. Also der kleine Tropfen hier auf der Hand hat jetzt wirklich fast den ganzen Handrücken gepflegt. Okay. Dann haben wir hier von Benefit das Go-Go Tint drinne. Und das sieht so aus. Und ich swatch den jetzt mal hier hin. Also es ist so eine pinke Farbe. Und ich glaube, das soll auch die Lippen einfärben. Also bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie der so ist. Lip und Cheek Stain ist es, genau. Wobei, den würde ich jetzt wahrscheinlich eher weniger auf die Wangen auftragen. Ja, und dann haben wir auch schon das letzte Produkt, und zwar ist es von Barbour, ein Nagellack. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie die Barbour Lacke so sind. Also, ja, da freue ich mich drauf. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal schnell ins Heft rein, was denn die Produkte so kosten und was sonst noch so drin gewesen wäre. Also, da haben wir einmal den Lidschatten. Genau. 3,5 Gramm sind das Originalprodukt und hier sind drinnen 3,5 Gramm. Und der würde kosten 23 Euro. Also die Farbe schaut auch echt schön aus, die gefällt mir richtig gut. Und ja, auf den bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der sich auf dem Auge so macht. Dann haben wir hier eine Probegröße von dem Benefit Cosmetics Go-Go Tint. 10 Milliliter von dem würden kosten 33 Euro. Dann hätte hier noch drin sein können von Botanicals die Pflegeserie für die Haare. Bin ich aber froh, dass ich es jetzt nicht drin hatte, weil ich habe es ja schon in einer anderen Box drin gehabt. Dann hätte hier drin sein können ein Fußbalsam. Und was mich auch sehr interessiert hätte, wäre nämlich eine Mascara von Avon gewesen. Ja, weil die scheinen sehr, sehr interessant zu sein, die Produkte, auch sehr, sehr gut. Und ich wäre echt mal gespannt drauf, wie die denn die Produkte so sind, weil ich habe von Avon selber noch nichts gehabt. Genau, dann haben wir hier diese Probegröße von Lancôme. Original wären 6,5 Milliliter, hier sind 2 Milliliter drin. Würden kosten 32 Euro, also doch schon eine ganz schöne Menge. Und der hat hier nämlich so ein Gummibürstchen dran. Genau. Dann hätte hier noch so einen Cremeschaum drin sein können. Oder ein Fußbad. Oder auch hier so eine Art Tangle-Teaser. Ja, dann hätten auch von Aldi so Mascaras drin sein können. So, aber was ich jetzt nicht gesehen habe, hier von Nutraskin das Hyaluronwasser, die Seite habe ich gerade wohl irgendwie überblättert, das ist eine Probegröße mit 10 Milliliter, originalen wären 30 Milliliter und würde kosten 39,95 €. So, aber hier haben wir die Seite. Es hätten noch drin sein können so Invisibubbles, dann dieses Rosenparfüm, das habe ich jetzt schon. Dann die Augencreme, die habe ich auch schon daheim. Und dann hätte hier drin sein können ein Lift-Serum und so ein Duschgel. Ja, und dann haben wir noch dieses Produkt hier. Das ist auch ein Originalprodukt mit 200 Milliliter, kostet original 7,95 Euro. Genau, also da bin ich auch, wie gesagt, mal gespannt drauf, wie die Creme denn so ist. Und das wird ein Goodie sein. Ja,
Also, das waren jetzt alle Produkte in der Box. Also ich bin mit der Box auch wieder mega zufrieden. Also mir gefallen die Produkte richtig gut, die hier drin sind. Also es ist wirklich mal was anderes. Und ich freue mich jetzt schon, die auszuprobieren. Und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss!